Willkommen zurück zu The Night of the Rabbit. Ich habe mich nochmal umgeguckt und es gibt nur eine Änderung, die ich feststellen konnte. Und zwar bei den Zwergen. Das Haus ist komplett abgeschlossen, da kommen wir aktuell also nicht rein. Ich habe mir überlegt, was wir mit den Äxten anstellen könnten, um sie zu fangen. Und nur bei dem in der Mitte, beim Markt, könnte man etwas versuchen. Und zwar, der Kollege greift immer hinter sich zu seinem Karren, um eine Flasche zu ziehen. Vielleicht können wir die Flasche da einfach hinlegen und ihn damit einsperren. Versuchen wir es. So, wir können auf den Flaschenstand zurückgreifen. Ich werde versuchen, ihm die Flasche hinter seinem Rücken unterzujubeln. Mal sehen, ob's klappt. Jetzt will ich aber auch eine Flasche haben. Ich war als Erster hier. Jede Flasche hat ihren Preis. Das ist mir egal. Und Sie sollen es nicht bereuen, denn meine Tinktur ist die Lösung für jedwedes Problem, das diese Stadt hat. Eine Flasche für den Hasen. Und wie funktioniert das nochmal? Das Wunderelixier verbreitet sich über Ihre Nase im ganzen Körper. Oh, der Korken sitzt aber fest. Aber wenn ich mit dem Daumen etwas nachhelfe? Ich habe ihn in einer Flasche eingesperrt. Wie passend. Was hast du getan? Ich werde... Das ist eine Eintrittskarte. Endlich! Endlich. Er schläft. Der große Tarof. Was für eine Show. Und ich... Ich... In der ersten Reihe... Es klingt fast, als wäre er da. Als würde er die Zaubervorstellung im Traum besuchen. Wie seltsam. Es muss an der Eintrittskarte da liegen, die die Echse verloren hat. Da lasse ich besser die Finger davon. Eine Eintrittskarte für die Zaubervorstellung des großen Zarow. Da lasse ich besser die Finger davon. Als der Hase die Karte gesehen hat, ist er eingeschlafen. Okay, einfach auf Sicherheit gegangen. Ja, das denke ich ist relativ klar, was die Sache ist. Die kommen hier an, versprechen einem das Zeug. Oh, meine Fresse. Dieses ganze rumgeschnarchige Schmatze. Das ist furchtbar in diesem Spiel. Ist, denke ich, klar. Die kommen hier an, verzaubern die, dass die unbedingt alles geben, um dahin gehen zu können. Die, wenn sie dann das erreicht haben, fallen in den Schlaf. Die hauen in Wirklichkeit ab, aber haben trotzdem das Gefühl, als hätten das Ganze besucht. Okay, wir haben hier unten noch einen drin und dann da hinten beim Gräber. Wir wissen, der Kollege nimmt uns nicht ernst. Und der dort hinten, da werden wir vermutlich die Kugeln irgendwie manipulieren müssen. Das wissen wir. Wir ziehen an der Blume und der versucht dann halt die Fliege zu schnappen. Also dann ist er abgelenkt. Also ich würde sagen, das versuchen wir als nächstes. Okay. Was haben wir, um den Theodosch ablenken zu können? Wer zuletzt lacht? Preisjuckpulver, langer Pinsel, glattes Markier. Der Kollege, der eigentlich eingeschlafen ist, aber nicht ansatzweise danach aussieht. Wir wackeln einfach nochmal dran. Oh, entschuldige, Sumse. Was? Na, wirst du? Na, wirst du? Die Klappe ist offen und der Wahrsager ist gerade abgelenkt. Was? Das ist offen? Wo ist das offen? Unglück wird über dich kommen, wenn du diese Klappe berührst. Ich wollte nur etwas Staub abwischen. Lügsager. Ich hab den Anfang leider verpasst. Okay, also... Irgendwas soll da rein. Oder soll da was rein? Oder müssen wir vielleicht was blockieren? Vielleicht sollen wir da Milch reinschütten? Aber dann werden sie ja alle... weiß.
Wenn ich probiere es einfach mal mit der Milch. Oh, entschuldige, Sumse. Come on. Na, Milch bringt mich hier ausnahmsweise nicht weiter. Kleber. Soll ich mit dem Klebestock reindrücken, um da eine rauszuziehen? Oh, entschuldige, Sumse. Da muss kein klebriger Sirup drauf. Ich gehe mal auch von aus, dass wir da kein Glas reindrücken sollen oder ähnliches. Wir haben halt sonst auch nichts. Bei dem anderen Kollegen würde mir maximal einfallen, halt zu sagen, hey, die Sternenkarte ist interessant. Das Ding haben wir auch immer noch. Also so gewisse Sachen sind immer interessant. Warum ist das zum Beispiel jetzt zu Staub verfallen? Warum haben wir das Ding immer noch? Was haben wir mit dem Ding? Obwohl, das hat ja immer noch einen höheren Wert. Zaraufposter haben wir immer noch dabei. Das Ding ist immer noch dabei. Also ist schon... Weil was machen wir mit dem Ding? Die sind genauso blau wie Blausaft. Wer hätte das gedacht? Das hilft mir nicht viel. Sollen wir das Ding vielleicht nutzen? Ja, das Ding war relativ gigantisch. Aber die Frage ist, was bringt es mir, das Ding dazu zu stopfen? Ich hätte verstanden, dass man sagt, hey, man macht die jetzt alle schwarz oder ähnlich, damit der Kollege halt nicht immer, also ich gehe davon aus, dass der immer halt weiß zieht. Ich meine, wir können es gerne mal probieren, aber bevor der mir halt jetzt wieder für die nächsten 5 Minuten das Ohr ablabert, gehe ich einfach davon aus, der zieht immer weiß. Das ist der Witz. Der hat immer schwarz gezogen, bis er halt dann halt einschläft und alles hergegeben hat. Und er hat immer weiß gezogen. Hey, guck mal, ich habe ja eigentlich das Glück. Das ist vermutlich der Witz. Dementsprechend sollen wir versuchen, alles schwarz zu bekommen, wo dann wieder die Frage ist, wo bekommen wir etwas her, was alles schwarz macht. Kein Plan. Weißt du was, ich versuch's einfach mal. Das Ding war genau daneben und baumelte eigentlich schon nur so witzfrei her. Ich probier's einfach. Oh, entschuldige, Sumse. Fast. Na, wirst du. Fast. Yes? Unglück wird über dich kommen, wenn du... Ich hab das jetzt dreimal angeklickt. Ich probier's noch einmal. Oh, entschuldige, Sumse. Der Kollege reagiert aber auch nicht. Ich muss ich erst mit dem reden? Weil die Klappe war nie offen und der behauptet immer, die Klappe sei offen. Da passiert auch nichts mehr. Okay, ich werde vermutlich nichts sagen, weil ich dann vermutlich wieder sage, ich habe aber nichts. Und dann sagt er, hey, hau ab. Können Sie auch Ihre eigene Zukunft vorhersehen? Selbstverständlich. Ha, na ja, wollen wir doch mal sehen. Ja. Ah, interessant. Hurra! Es ist eine weiße Zukunftskugel. Diese sagt, tanze voll Glück, denn das Glück ist dir glücklich im Hold. Hahaha! Oh, ja! Unglück wird über die... ich lüg! Die Tanzanimation war immer noch zu hören. Okay, also dann ist das Ding offen. Vielleicht muss ich schneller sein? Okay. Können Sie selbst... wollen wir doch mal sehen. Interessant. Ja. Unglück. Ich hab das Gefühl, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Interessant. Hurra! Die Tat. So, muss ich jetzt vielleicht hier hin? Oh, entschuldige, Sumse. Jetzt bleibt das Ding offen. Na, wirst du! Na, wirst du!
Ja, klar. Und sitzt bombenfest. Also man sollte tatsächlich das blockieren. Es hat nicht sollen sein. Okay, und jetzt? Oh, okay. Also tatsächlich das Ganze blockieren. Glück findet man eben doch auf der Straße. Tanze voll Glück, denn das Glück ist dir glücklich im Hold, steht auf der Kugel. Okay. Das ist die Kugel, die sich der komische Typ immer selbst zieht. Da klebt ein Zettel drauf. Tanze voll. Okay, das haben wir verstanden. Also das Beste wäre vermutlich, und da ist es dann relativ offensichtlich vermutlich, was wir nehmen müssen, es einfach zu überkleben. Das Einzige, was wir aktuell haben mit Kleber, wäre maximal der Sirup oder der Aufkleber selbst. Frage ist, was bringt uns das? Passt perfekt. Vor allem die Sache ist jetzt haben wir das da drauf. Ein guter Schluck bringt großes Glück. Na, das klingt doch schon viel besser. Können wir das wieder rausziehen? Oder gehen wir das eben einfach zurück? Gute Idee. Gute Idee. Gute Idee. Gute Idee. Gute Idee. Und mehr nicht? Ich vermute, ich muss ihm das Ding erst rausziehen. Dort springen die Glückskugeln heraus. Unglück wird über dich kommen, wenn du diese Klappe berührst. Ich wollte nur etwas Staub abwischen. Lügsager. Vielleicht müssen wir doch noch anders einfärben, obwohl, das wäre ja Schwachsinn. Gute Idee, gute Idee. Okay, Spiel. Geh mal raus und wieder rein. Machst du jetzt mit? Gute Idee. Gute Idee, gute Idee. Gute Idee, gute Idee. Dort springen die Unglück. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Muss ich das vielleicht mit irgendwas anderem noch kombinieren? Mit Milch, mit der Klappe Dingsbums selbst hier? Ich geb sie. Ich würde es ja gern zurückgeben. Was macht er ja nicht mit? Ach, vielleicht muss ich ihn erst wieder irgendwie ablenken. Das kann auch sein. Oh, entschuldige. Komm her, du sachsiges kleines Ding. Nö, er rö. Er fässt das Ding nicht an. Können Sie auch Ihre eigene Zukunft vorhersehen? Selbstverständlich. Wollen wir doch mal sehen. Eine schwarze Kugel? Nein, nein. Hier irrt das Glück sicher. Das ist sicher ein technischer Fehler. Ein sehr unglücklicher. Da ist wohl wirklich nur die eine weiße Kugel drin. Damit bin ich fürs Erste fertig. Nimm es doch trotzdem einfach mit, du Ding-Dong. Gute Idee, gute Idee. Meine Güte. Okay, wie gebe ich dem die jetzt zurück? Er sagt ja immer nur eine gute Idee. Können Sie auch Ihre eigene Zukunft vorhersehen? Selbst. Ich schmeiß die aber immer wieder rein. Was soll ich denn machen? Oh, entschuldige, Sumse. Macht er nicht mehr. Na, wirst du? Gute Idee. Ich geb sie besser. Ich weiß nicht, was ich... Gute Idee. Er sagt, gute Idee. Er sagt immer nur gute Idee. Ist das Spiel jetzt einfach so kaputt oder was? Keine Ahnung, ich werde es mal neu laden, vermutlich. Alternativ, eine Sache haben wir nämlich noch überhaupt nicht probiert, ist einfach hingehen und unsere eigene Zukunft erfragen. Vielleicht fängt er dann wieder an, mit der offenen Klappe rumzutanzen. Können Sie mir auch die Zukunft voraussagen? Das macht einen Laubtaler.
Kann ich auch später zahlen? Mit 20% Zinsen kannst du bei mir einen Glückskredit beziehen. Pro Jahr? Pro Tag. Du sitzt sowieso gleich in einer Flasche. Wie? Nichts. Kredit klingt gut. Ausgezeichnet. Die allwissenden Kugeln werden dir die Zukunft weisen. Dunkle Wolken ziehen über dir auf. Hätte ich ja wissen können. Das Unglück folgt dir. Ja, ja, ist ja gut. Glück bleibt dir fremd. Der ist wohl erstmal mit sich selbst beschäftigt. Glücklich wirst du nicht. Nein, nein. Es ist deine Schuld. Aber du wirst nichts dagegen tun können. Dort es wird nie wieder einen hellen Tag. Unglück wird über dich kommen, wenn du diese Gott, ist das nervig. Der ist wohl erst Glück. Es ist deine Schuld. Aber du wirst nichts dagegen tun. Entschuldige, Sumse. Fast. War ja klar. Fast. Es hat nicht sollen sein. Komm on. Können Sie auch Ihre eigene Zukunft vorhersehen? Selbstverständlich. Wo wollen wir noch mal sehen? Interessant. Hurra! Es ist eine weiße Zukunftskugel. Diese sagt, ein guter Schluck bringt großes Glück. Wie seltsam. Aber die Kugel hat nie gelogen. Nur, wo bekomme ich so einen Schluck? Jene Flasche. Die Kugel führt mich zu ihr. Ich muss sie öffnen, um an mein Glück zu gelangen. Na dann, nur zu. Ich gebe Glück und siehe, mir wird Glück gegeben. Endlich. Viel länger hätte ich den nicht mehr ausgehalten. Endlich ist er weg. Kitsune! Tokage Seidan sind in dieser Welt. Wie kann das sein? Du kennst sie? Sie waren schon in meiner Welt. Wer sie berührt, wird sich für immer verlaufen. Glaubst du wirklich? Jerry, ich kann meinen Weg nach Hause nicht mehr öffnen. Das waren bestimmt sie. Ich will nach Hause! Kitsune, warte! Weg ist sie. Oh. Armer Jerry. Okay, wie kriegen wir den letzten Ding-Dong? Ich denke, wir reden einfach nochmal mit ihm. Guten Tag, Ding-Dong. Du bist gekommen, weil der Schmerz dich aufzehrt. Wie die anderen. Du willst Zaroff sehen. Wie die anderen. Dich in seinen... in seinen Bann ziehen lassen. Möglicherweise... Zaroff zu sehen, hat seinen Preis. Aber du bist nur ein Kind, ein Menschenkind. Ich kann es riechen. Du besitzt keine Wertpapiere, keine Grundstücke, nichts. Ich habe eine ziemlich große Comicsammlung. Vielleicht später. Im Moment ist mir nach liquiden Kunden. Liquide wie der Shampoos. Komm wieder, wenn du ein Gewerbe hast. Irgendetwas, mit dem sich spekulieren lässt. Ich glaube, der nimmt mich nicht ernst. Und der riecht nach Alkohol. Also er sagt... Er will halt, dass wir irgendwas haben. Der Bann sind keine Sterne, hat seine Wirkung nicht verfehlt. Da
das Blatt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Blatt her soll. Mit der Nachricht. Okay. Vielleicht ist aber auch eher der Witz, dass wir nicht versuchen, irgendwas Wertvolles zu bekommen, sondern halt eher wertvoll auftreten. Also vielleicht nutzen wir doch nochmal Fuchslist? Sagen... Wir werden all dies reinvestieren. Tatsache. Ich rieche finanziellen Handlungsspielraum. Klar, ich bin so reich. Als ausgebildeter Klempner verdient man nicht schlecht. Du bist gekommen, weil der Schmerz dich aufzehrt. Wie die anderen. Absolut. Du willst Zaroff sehen. Wie die anderen. Genau. Dann bist du sicher bereit, einen Vertrag zu unterzeichnen, der mir erlaubt, mit deinem Hab und Gut zu spekulieren. Dann wirst du ihn bald sehen. Den großen Zaroff. Klar, wo unterschreibe ich draußen? Warten 20 Baumläufer und du bist umstellt. Hab doch keine Lust, mit dir zu reden. Tschüss. Ich glaube, wir werden mit dem ersten gehen, auch wenn der zweite super ist. Klar, wo soll ich unterschreiben? Ausgezeichnet. Deine Klempnerei gehört mir. Muss ich nicht irgendwo unterschreiben? Es genügt dein Wort. Beim Squammertags, das läuft ja wie am Schnürchen. Und jetzt? Wo ist Zaroff? Du bist noch immer wach. Bald wirst du schlafen und den großen Zaroff sehen. Seine Rache ist unser Triumph. Jetzt müssen meine Brüder mich respektieren. Sie müssen. Okay, und jetzt? Können wir den jetzt einfach hier eine Flasche andrehen? Ich gehe mal nicht davon aus. Besser nicht. Der Bann wirkt besser, als ich gedacht hätte. Muss ich dem irgendwas anderes? Milch bringt mich ja aus. Okay, ich meine, das würde der vermutlich eh riechen. Jetzt müssen meine Brüder mich respektieren. Ich habe immer noch eine Menge Geld und so zur Verfügung. Echt schlimm. Du willst Zaroff sehen, wie die anderen. Immer noch, ja. Der Bann scheint bei ihm langsamer zu wirken. Das soll mich nicht stören. Dann wirst du sicher gerne noch einen Vertrag unterzeichnen. Dann wirst du ihn bald sehen. Den großen Zaroff. Klar, auf einem Bein kann man nicht stehen. Ich will noch einen Vertrag. Ich habe deine Brüder über dich reden gehört. Aha. Ich habe deine Brüder über dich reden gehört. Ich wusste es. Diese Hinterhältigen. Warte, ich glaube dir nicht. Ich bin noch ganz klar im Kopf. Okay, dann entscheiden wir auch das Ding jetzt wieder. Klar, auf einem Bein kann man nicht stehen. Ich will noch einen Vertrag. Ausgezeichnet. Deine Wertpapiere gehören jetzt auch mir. Und jetzt? Du bist noch immer wach. Bald wirst du schlafen und den großen Zaroff sehen. Ich glaube, ich habe einen Tee. Okay. Und nu? Soll ich einfach mit ihm weiterreden? Ich habe immer noch eine Menge Geld und so zur Verfügung. Echt schlimm. Du willst Zaroff sehen. Wie? Immer noch. Dann wirst du sie. Dann den. Alle guten Dinge sind drei. Der Kurs für Eichen und Nüsse ist gerade abgestürzt. Also bisher hat immer nur der erste geholfen, aber ich mach trotzdem mal den zweiten. Der Kurs für Eicheln und Nüsse ist gerade abgestürzt. Das alles hier war für die Katz? Ich,
Mir ist schwindelig. Meine Brüder werden mich auslachen. Alles wertlos. Wir werden auffliegen. Die wollen bestimmt alle Rückabwicklungen. Rette sich, wer kann! Scheint, als sei ihm sein Schaumwein zu Kopf gestiegen. Okay. Also darauf muss man auch erstmal kommen, dass man dreimal mit ihm reden muss. Und dann beim dritten Mal vor allem die untere Option wählt. Sieht fast aus, als hätte er sich gehäutet. Nur nicht ganz, ne? Der komische Typ steckt in der Rüstung. Aber wie kriege ich ihn da raus? Ich kann's mir schon denken. Entweder dem oder das Juckpulver. Endlich wird's zum Einsatz kommen. Mal sehen, ob das klappt. Das juckt. Das hat Spaß gemacht. Du weißt schon, dass das Vieh abgehauen ist. Ich da raus? Jo. Wo ist die Eidechse denn jetzt abgeblieben? Die ist doch hier rausgelaufen. Okay, wir hatten lang genug mit Emmet herumgemacht. Kann der mich sehen? Der kann mich sehen. Verflucht! Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Rein gar nichts. Nein. Okay. Komme ich da irgendwie hoch? Nope. Und nun? Schmeiße ich mir einfach das Glas zu? Wie wär's mit etwas frischem, kaltem Wasser? Wasser? Du guter, guter Junge. Wer muss denn ganze Welten um ihren Besitz prellen, um glücklich zu werden? Wenn doch ein Schluck Wasser aus der Hand eines Geschäftspartners wie dir. Nein, eines Freundes. Mich mehr labt, als jeder Vertragsabschluss es könnte. Na dann. Hoch die Tassen! Ich habe die Eidechse eingefangen. Endlich. Wird einem ja ganz schwindelig von dem Gerede. Also ganz ehrlich, alle drei waren Blödsinn. Obwohl der erste ging noch, weil man einfach nur die Flasche ihm hinten rein jubelt und wartet, dass er sie halt selber öffnet. Die anderen beiden waren super nervig. Da war wirklich einfach nur alles ausprobieren, was man hat. Und mit dem einen Typen im Endeffekt dreimal reden und dann irgendwie ihm das Glas andrehen, ohne wirklich einen Sinn und Verstand. Ich meine, der Typ hat sich bei der Animation zweimal das Glas angeguckt und hat nicht mitbekommen, dass da nichts drin ist. Also, okay, gehen wir das Ganze abgeben.